Mein Name ist Harald Hände. Ich bin hier im Hause Hensoldt bei der Abteilung HSE und bin nun seit 10 Jahren hier für das Thema Arbeitssicherheit Ansprechpartner. Thema Arbeitsschutz ist ein sehr komplexes Thema, weil man muss eigentlich überall ein bisschen mitreden können, ob Bürobereich, Ergonomie, ob Galvanik, Gefahrstoffe oder mechanische Fertigung, Drehen, Fräsen oder auch bei Integrationsvorgängen, wo dann die Leute vielleicht mal auf den Turm hochklettern. Da ist immer ein fachkundiger Rat notwendig. Wie schütze ich meine Mitarbeiter? Wie kriege ich hin, dass eben keine Unfälle passieren? Also da haben wir natürlich viele Arbeitsplätze, vor allem hier in Ulm, weil wir dadurch eine relativ hohe Fertigungsdichte haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel in der Galvanik, wo wir dann mit sehr vielen Gefahrstoffen, mit Chemikalien umgehen, Säure, Laugen, da müssen natürlich die Mitarbeiter persönlich geschützt werden. Das heißt, die tragen entsprechende Schutzkleidung, die tragen entsprechende Schutzbrillen, Schutzschuhe. Da ist es ganz wichtig, dass die da keinen Spritzer abkriegen. Dann ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel unsere TPZ-Panzer, die da entsprechend oben montiert werden muss, auf etwa 2,5–3 Meter Höhe. Wenn da natürlich jemand runterfällt, kann das ernsthafte Folgen haben. Deswegen haben wir da inzwischen so fahrbare Gerüste uns eigentlich speziell dafür bauen lassen und gekauft, haben auch wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen, um hier eben den Arbeitsschutz da auch wirklich auf sehr hohem Niveau zu haben. Ein weiteres Beispiel wäre unser Aluminiumdrucker, der eben Bauteile aus Aluminium drucken kann. Aluminiumpulver hat ein bisschen ein Problem. Das ist nämlich unter Umständen zündfähig. Somit müssen wir das Thema Brandschutz und auch das Thema Staub, Aluminiumstaub, da berücksichtigen. Und deswegen müssen da die Mitarbeiter, die daran arbeiten, entsprechend geschützt sein. Die haben da wirklich eine ganz dicke Schutzausrüstung an, die sie dann zum Entnehmen des Bauteils anziehen müssen.